Hallo, da sind wir wieder nicht an derselben Stelle, wo ich letzte Folge aufgehört habe. Ich habe nämlich weitergespielt, bin wieder bis runtergelaufen an der Stelle, wo ich in der letzten Folge gestorben bin und zack, auf einmal ist das Spiel abgeschmiert. Warum starte ich jetzt hier auch nur mit halben Gläsern? Wer weiß. Jeden Fall brauche ich Zaubertränke. Mana können wir ruhig mal trinken. Mein Plan war ja, Feuerwände zu legen. Aber ja, ich bin dann noch gestorben. Also. Konnte also gar nicht sehen, ob es. Jedenfalls bin ich nicht gestorben. Das Spiel ist abgeschmiert. Also konnte ich gar nicht sehen, ob das effektiv war mit dem Feuerwand. Mit der Feuerwand. So, jetzt hatte ich erstmal die Sorge, dass ich mich wieder durchkämpfen muss. Aber ich habe hier eine Abkürzung gefunden. Da muss ich mich aber trotzdem weiter durchkämpfen. Das ist natürlich Mist. Jetzt sind natürlich wieder alle Gegner da. Andererseits, eine Stufe höher wäre nicht schlecht, wenn wir noch aufsteigen könnten. Vielleicht finden wir hier noch den einen oder anderen Bonus. Oh, was sind das auf einmal für Gegner, die waren vorher noch überhaupt gar nicht da? Sehen ja seltsam aus. Die kenne ich gar nicht. Machen kaum Schaden. Dann gehen wir mal einfach in den Nahkampf. Oh, ich bekomme viele HP. Nicht HP, Erfahrungspunkte. Wobei es auch relativ ist, wenn ich sehe, wie langsam unten sich der Balken füllt. Ich lade mein Missgeschick bzw. den Absturz nicht hoch, weil ich habe tatsächlich nur 2 Minuten aufgenommen und bin nur bis zur Stelle gekommen, wo meine Leiche lag. Also im Prinzip haben wir gar nichts verloren an Spielzeit. Ihr habt also nichts verpasst. Also die Gegner, die jetzt hier da sind, sind um einiges angenehmer, weil die keinen Blitzmagie anwenden, sondern nur diese Feuerbälle werfen. Da komme ich eigentlich ganz fluffig durch. Ich bin gerade im Überlegen, ob ich hier nicht dann noch alles reinigen soll, beziehungsweise säubern. Oh, mein Schwert ist schon leicht angeschlagen. Wir sind einen Stufenaufstieg relativ nah. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt hier schneller vorankomme als in der letzten Folge mit diesen Todeskrallen. Denn die haben ordentlich ausgeteilt. Vielleicht habe ich jetzt auch das Glück und in einer Etage tiefer sind es auch nicht mehr so starke Gegner. Vielleicht hat mein Tod vielleicht sogar irgendwie den Schwierigkeitsgrad leicht gesenkt. Wer weiß. Es gibt ja Spiele, die anhand der Spielleistung des Spielers ihren Schwierigkeitsgrad verändern. Das bekannteste ist hier Homeworld 2.
Aber da weil es dann teils so extrem man da zu gut gespielt hat, dann war der Schwierigkeitsgrad im Endeffekt so hoch, dass er teilweise unschaffbar war. Das heißt, hat man teilweise absichtlich seine Schiffe am Ende des Levels, am Ende der Mission zerstört. Damit in der nächsten Mission nicht solche riesen Gegnermassen auf einen zukommen. Ja, da gibt viel XP, ist auch nicht so leicht zu besiegen, aber auch nicht zu schwer. Also durchaus machbar, selbst hier in solchen großen Gruppen. Selbst wenn ich sogar umzingelt bin. Ich sehe da aus dem Augenwinkel, dass da ein Bücherregal steht, so einsam, verlassen, eingezäunt. So, erstmal hier wieder alles auffüllen. So. Ach, das nützt mir gar nicht so ein Cape. Vielleicht ein bisschen Geld. Und nur Klasse 2 Rüstung. Klasse 2, 9 von 12. Ich nehme das gar nicht mit. Ich fange jetzt doch mal an, drauf zu achten, ob die blauen Gegenstände auch gute sind. Wegen 500 Münzen renne ich nicht hoch in die Stadt. Müsst ihr mal was meines aufsammeln. Hossa die Waldfee. Hier habe ich mich durchgearbeitet. Wie eine Axt im Malte. Ah, ich habe ja auch ganz und keines mehr, die Fässer kaputt zu schlagen, weil ich habe da drin bisher nichts Cooles entdeckt. Das bisschen Geld bringt mich auch nicht viel weiter. Oh mein. Na, ich muss hoch. Wie sieht's hier aus? 50 von 50. Ah, ich kann auch einfach selber reparieren. Da spare ich mir gerade den Weg nach oben. Ah, hier ist doch der Pilz. Super. Den habe ich anscheinend letzte Folge übersehen. Was macht das für ein komisches Geräusch? Wow. Da hatte mein Tod doch was Gutes. Dass ich nämlich diesen Pilz jetzt gefunden habe, den ich wahrscheinlich übersehen habe das letzte Mal. Ah, ich mach den hier oben noch fertig. Ach, die sind gegen Feuer immun, okay. Was auch logisch ist, dass so irgendwelche Lava-Feuerwesen sind. Na, ja, unten ist noch eine große Gruppe. Die machen wir noch. Oh, wir sind wieder umzingelt, das ist immer schlecht. Vor allem, weil da irgendein starker Gegner mit drin ist.
Oh nein, ich sehe es schon kommen. Ich komme hier nicht raus. Sobald ich einen Gegner umgehauen habe, das war's. Ich muss ja schnell mein... Oh, ich kann mein Gürtel gar nicht so schnell. Jetzt schnell raus, rein, raus, 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 raus. Uiuiui, schnell, 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 schnell. Oh, hier komme ich in ein Gebiet, was ich noch nicht erforscht habe. Mist, 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 Mist. Mist, da, die Tür, 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 Tür. Oh, war das knapp. Fast wieder draufgegangen. Also, sobald wir umzingelt sind, dann kann man es vergessen. Hier schnell nochmal einen Trank reinlegen. Und Stadtportal aufmachen und schnell weg. Fast wieder draufgegangen. Also, wir müssen noch ein bisschen leveln. Wobei, ich bin ja auch gleich etwas stärker. Beziehungsweise glaube ich nicht, dass es ausreicht zu leveln. Der Schwierigkeitsgrad ist ja ziemlich happig angestiegen. Von ganz okay zu... Oh, wir müssen aufpassen. Yes, this will be perfect for a brew that I am creating. By the way, the healer is looking for the brain of some demon or another, so he can treat those who have been afflicted by their poisonous venom. I believe that he intends to make an elixir from it. If you help him find what he needs, please see if you can get a sample of the elixir for me. Okay. Der Heiler sucht ein Stück Gehirn, beziehungsweise ein komplettes Gehirn von Demon. Und dann tut er mir irgendwas Tolles mixen damit. So, lass mal gucken, hier ein paar Stadtportale. Da. Oh, habe ich ein paar zu viel gekauft. Und den Rest füllen wir komplett voll mit Lebensenergietränken. Searching for the brain of a demon to assist me in creating my elixir. It should be of great value to the many who were injured by those foul beasts. If I can just unlock the secrets I suspect that its alchemy holds. If you can remove the brain of a demon when you kill it, I would be grateful if you could bring it to me. Natürlich die Frage, einen normalen Dämon oder einen ganz speziellen Dämon, wo ich das Gehirn entfernen soll. Ja, ich habe ja gar nichts mit. Hier kann ich mal schnell alles reparieren. Und dann sehr viele Heiltränke. Werde ich mal gleich vorhin mitkaufen können. Habe ich vergessen. Alles voll. Wir werden sie ja eh wieder los. Ach, von dort kann ich nicht angreifen, sondern hier. Okay, der war vorhin mit in der Gruppe, man sieht, der ist schon einzeln ziemlich stark. Oh, und da haben wir schon das Gehirn. Oh, ja, weil ich jetzt alles voll gemacht habe. Komm, wir gehen mal hier hoch und werden die Gruppe noch ein bisschen beschäftigen. Da gehen auch viele Heiltränke dann drauf. Wäre schön, wenn ihr alle einzeln durchgeht.
Okay, das ging jetzt sehr schnell. Hier haben wir noch irgendeinen Trank. Es war tatsächlich nur der einzelne Gegner dort, der besonders stark war, der mir Probleme bereitet hat. Wo ich vorhin fast drauf gegangen wäre. Uiuiui, das war so knapp. Dann können wir schon mal hier das Stadtportal aufmachen. Dann tun wir hier auf jeden Fall da und da. Hier den kleinen Trank kann ich eh schon trinken, da bringt mir eh nicht viel. Ja, das braucht ja so viel Inventarplatz. Eigentlich alles für Rollen, so viele Stadtportale. Rollen der Heilung brauche ich auch nicht wirklich. Ich habe den Stadtportalen etwas übertrieben. Aber ich war noch so einen coolen Trink. Ich bekomme hoffentlich das, was ich in Erinnerung habe, dass es etwas ist. Ein Trank, der unsere Attribute steigert. Excellent. This is just what I had in mind. I was able to finish the elixir without this, but it can't hurt to have this to study. Would you please carry this to the witch? I believe that she is expecting it. So, da soll ich so eine Hexe tragen. Da kann ich bestimmt auch selber trinken, oder ja? 3 Punkte. Oh, ganze 3 Punkte auf alle Attribute. Da ich eigentlich keinen Bock zur Hexe zu gehen, nicht, dass sie es mir wegnimmt. Ja, ich mach's mal trotzdem. Ich hoffe nicht, dass ich es bereue. Da wird ja mein Aufstieg, den ich gleich haben werde, komplett wertlos. Zu diesem Trank, der mir eben mal überall 3 Punkte drauf gibt. Juhu, klar, ich behalte es gerne. ...69... Wow, überall 3 Punkte drauf. Dann steigen wir auch gleich nochmal auf. 189 Trefferpunkte haben wir schon. Haben immer noch nur 84 Mana. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, bei 90 Mana werde ich dann aufhören, rein zu investieren. In Magie. Bin mir noch nicht ganz sicher. So, ich kann hier nur meine Ausrüstung. Na, wobei, so viel haben wir nicht gekämpft. Wir gehen wieder gleich runter. Das Teil wird doch bestimmt eh nur Mist sein. Ja, bin ich mir sicher, dass es Mist ist. Solche Roben und so weiter werde ich aus gar nicht mehr aufsammeln. Da ist ja nicht für meine Charakterklasse nicht wirklich nützlich ist. So. Wir steigen bestimmt gleich auf. Ja, von den 3 zusätzlichen Attributenpunkte auf jeden Wert hier ist ein besonderer Gegner, außer die Waldfee. Na, jetzt habe ich ihn gelegt. Das heißt, ich brauche wirklich dringend bessere Ausrüstung. So, hier auch nochmal über einen Punkt drauf. Wir machen schon 71... Schaden die Sekunde. Ja, das... Was bringt mir das, auch wenn es wertvoll ist? Auf Gold bin ich hier schon lange nicht mehr aus. Also brauche ich es auch nicht. Oh,
mache hier nur so kleine Portionen, die kann ich gleich wegtrinken, wenn mir etwas HP fehlt. Ich habe immer noch nicht den Eingang gefunden. Beziehungsweise den Abstieg, um ins nächste Level zu kommen. Ja, so ein kleines Butterbrotmesser brauche ich auch nicht wirklich. Was ist denn das? Ist das ein Zauberstab? Sieht eher aus, ja, wollte ich gerade sagen, Zweihandschaden. Zweihandwaffe wahrscheinlich für einen Charakter, der auf Geschicklichkeit geht, also für die Jägerin. Aber Zweihandwaffe will ich nicht, brauche ich nicht, weg damit. Eigentlich lohnt es sich ja nicht mal fürs Geld zurückzukommen. Ah, naja. Wer den Pfennig nicht ehrt, ist den Mark nicht wert. Hat man früher jedenfalls gesagt. Was eben ja auch Kleinkram auf. Hallo? Ja, solange es nur normale Gegner sind, geht's noch. Und sich nicht da ein Boss-Gegner drinne versteckt. Hallo? In der Gruppe? Ja, das... Der Laufweg ist hier... Sobald der Laufweg blockiert ist, läuft der total beschissene Weg, nur hier auf die Insel zu kommen. Ja, ich werde hier langsam umzingelt, sowas ist nicht gut. Da ist wieder ein besonderer Bossgegner, die mache ich mal mit meiner Spezialattacke so schnell wie möglich nieder. Und unser Erfahrungsbalken sieht jetzt richtig traurig aus. Dauert auch eine Ewigkeit, bis wir wieder aufsteigen. Und ich glaube auch, das Aufsteigen hilft uns jetzt nicht mehr viel. Oh, zwei goldene Gegenstände. Wir brauchen jetzt bessere Gegenstände. Ja, ich glaube, Mana brauche ich auch erstmal nicht mehr aufheben. Oh, da ist auch noch was Goldenes. Wie mache ich das jetzt am besten? So. Mal hoffen, es ist was Besonderes. Das golden ist, muss es auf jeden Fall schon mal was Besonderes sein. Ich frage mich auch, wann ich hier endlich craften kann. Crafting? Hm. Well, what can I do for you? Ja, das ist... nicht wirklich. Oh, 38, da hat 25. Da können wir glatt überlegen. Nee, doch nicht. Da hat hier doch ein paar Sachen mehr. Deswegen ist das hier auch wertvoller mit 7000. Das ist nur 5 und bei 6000 rund. Schade, weg. War relativ nah an Gegenstand, an guten Gegenstand. Aber da haben noch 2, 3 Extras gefehlt. So, Amulett haben wir auch schon lange nicht mehr gefunden.
3 Mana wollte ich nicht mal aufheben. Da haben wir erstmal genug. Oh, das wäre mal komplett an mich vorbeigerannt. Nicht im Feuer stehen. Schon wieder aufräumen. Wo zum Teufel geht's runter? Ich habe bald die ganze Karte gesäubert. Hab noch nicht den Abstieg gefunden. Na, das kann man mal trinken. Wir sind gegen Magieresistenter geworden. Oh ja. Oh, gegen Kälte habe ich überhaupt gar keine Boni. Ich glaube, das habe ich schon mal aufgesammelt. Oder? Ja, das war... Mit dem Brotmesser komme ich hier, glaube ich, nicht mehr sehr weit. Da sind wir ein paar besondere Gegner drin, die ich mal schnell umschnetze. Warum hält jetzt eigentlich so eine Kugel auf meinen Kopf? Beziehungsweise über meinen Kopf schweben. Und 29 Minuten sind lang sogar. So, was macht das? Mana-Schild. Okay, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Ich verliere Mana, wenn ich... ich verliere Mana statt Leben, sehe ich das richtig? Müssen wir mal drauf nicht achten. Wäre natürlich eine Erklärung, warum hier mein Mana auf einmal schlagartig leer geworden ist. So, da haben wir doch was. Oh, hier haben wir viel liegen. Ich sammle erstmal das Geld ein, damit wir überhaupt eine bessere Übersicht darin haben, was hier eigentlich alles rumliegt. So. Ich kann nicht mehr tragen. Ich kann nicht mehr tragen. Ja, ist wieder alles voll. Wir haben schon lange nichts mehr Gutes gefunden. Das ist nichts. Regeneriert ein Mana alle 5 Sekunden. Das habe ich irgendwann mal 2, 3 Level vorher gefunden und ist besser als das weg.
Das hier, da lese ich das gar nicht durch. Das hier ist Mist. Oh, ich habe kaum noch Heiltränke, aber viel Mana-Tränke. Also nee, definitiv keine Mana-Tränke mehr kaufen. Beziehungsweise einsammeln. Gekauft habe ich sie ja bisher gar nicht. Schon allein aus dem Grund, weil ich bis zur Hexe laufen muss. Und das ist ein relativ langer Weg, da bin ich zu faul dafür. So. Waren das eigentlich alles? Oh mein Gott, der auch beschissen ist. Und das Ding ist auch beschissen, nur mit Rüstung 3, aber ich nehme es mal mit. Vielleicht haben wir Glück und es ist doch irgendwas super Tolles. Und soll sich ja nicht vom Optischen her täuschen lassen. Was jetzt alles für Statusveränderungen habe, meine Fresse. 25 Minuten lang Mana-Schild, gut. Aber immer dann, gerade wenn hier kaum Gegner da sind, bekomme ich so ein Zeug zusammen an Bonis. Ich habe immer noch nicht die Stelle gefunden, wo es tiefer abwärts geht. Dann kann es ja noch hier westlich irgendwo versteckt sein und nördlich. Da ist ja auch noch ein bisschen unentdecktes Gebiet. Ja, noch 3 Minuten und dann habe ich nicht mehr das eine hier. Was meine Geschicklichkeit erhöht. Ja, das, da habe ich es richtig gedeutet, beziehungsweise zum Teil richtig übersetzt. Es ist tatsächlich so, dass jetzt mein Mana zuerst flöten geht, bevor meine Lebensenergie angezapft wird. Bringt mir jetzt nicht so viel, weil ich gar nicht viel Mana habe. Und das geht ja dann ratzfatz runter, wie man gerade gesehen hat. Nach 2, 3 Angriffen. Wenn vielleicht das Mana-Schild einigermaßen widerstandsfähiger wäre, dann wäre es noch toll, aber scheint nicht der Fall zu sein. Ah, hier oben sind noch vereinzelt Gegner. Die schnappe ich mir. So, wir wieder ein bisschen Tetris spielen. Ah, da haben wir es doch. Den Abstieg. Was ist denn das hier? Eine kleine Kiste. Oh, ich habe nur 1/2 Stunde Zeit. Ich glaube kaum, dass ich das schaffe in dieser Folge. Aber, oh, jetzt sehen wir diese hässlichen Todeskrallen da. Und noch dazu die anderen, die hier Säure spucken. Oh, und da sehe ich schon Eis. Oh, oh, sind das viele Gegner. Was für eine Riesengruppe. Aber ich habe die Treppe hinter mir stehen. Das heißt, ich kann ja eigentlich schnell abhauen. Problem ist, dass hier wieder so ein Bossgegner drinne steht.
Und ich hau ab. Und das Spiel stürzt ab. Schon wieder. Okay. Dann mache ich jetzt einen Cut und beende diese Folge. Wenn da immer so viele Gegner auf einen Haufen stehen, dann scheint mir das Spiel abzuschmieren. Das ist blöd. Aber da ich eh noch zu schwach bin, ich durfte in so große Haufen gar nicht reingeraten, sehe ich das gar nicht mal so dramatisch. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Das werde ich heute nicht mehr aufnehmen. Sollte wahrscheinlich eher morgen sein. Das werden jetzt wahrscheinlich auch die nächsten 2-3 Folgen eher Folgen sein, wo ich jetzt hauptsächlich leveln werde und Ausrüstungsgegenstände suche. Aber ich denke mal, so 2-3 Stunden werde ich suchen müssen, mich leveln müssen und dann geht's wieder voran. Also bis dann, tschüss.